Guten Tag zum zweiten Teil der Vorlesung. Also wir unterhalten uns immer noch über die Effekte von Immigration auf andere ökonomischen Größen in einer Volkswirtschaft. Und hier wollen wir jetzt fiskalische Effekte mal beleuchten. Schon ein bisschen so als Vorschau, da gibt es wieder auch keinen richtigen Konsensus, aber wir haben gute Gründe dafür. Das ist wieder mal ein gutes Beispiel, dass, wenn man genauer guckt, kann man pauschal sehr wenig sagen. Gut, fangen wir an. Wir wollen Fragen klären, die oft in aller Munde sind, oft dazu verwendet werden, pro oder gegen Immigration zu sein, pro Flüchtlinge, gegen Flüchtlinge und so weiter. Also auf Deutsch gesagt gibt es ja viele Leute, die sagen, die liegen uns auf der Tasche und deshalb wollen wir das nicht. Ja, also sind Migranten Nettozahler oder Nettobezieher von fiskalischen Leistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, Hartz IV, früher Sozialhilfe. Also alles, was der Staat auszahlt, natürlich zahlen die auch ein, ja, Steuern, zahlen ja auch Steuern. Und deshalb muss man ausrechnen, ob das dann netto bleibt was übrig oder bleibt nichts übrig. Beanspruchen Immigranten das Sozialsystem eines Landes überproportional und verursachen dadurch Kosten, weil es ja ein Unterschied ist, ob der Migrant ja, mehr beansprucht als der Deutsche zum Beispiel. Ja, da muss man den Deutschen definieren und da muss man korrekterweise Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das heißt, man muss dann einen Migranten mit Realschulabschluss und 5 Jahren Berufserfahrung vergleichen mit einem Deutschen mit Realschulabschluss und 5 Jahren Berufserfahrung und nicht den Chefarzt in einem Krankenhaus und dem ohne Bildung gekommenen Flüchtling, der vielleicht was beanspruchen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. Gut, diese Fragen sind sehr relevant, weil sie immer wieder im Mittelpunkt stehen von Debatten über Migration. Gut. Wir können diesen Effekt in zweierlei Hinsicht messen. Es gibt da zwei Verfahren, die verwendet werden. Einmal ein statisches Verfahren. Und da wird für den Flüchtling quasi sagen, wie viel hast du gekostet, wie viel hast du uns gebracht. Und dann wird netto ausgerechnet. Das ist eine relativ simple Sichtweise gegenüber dem dynamischen Effekt. In der dynamischen Rechnung wird gesagt, zum Beispiel, der kommt jetzt hierher, es wird auch geguckt, in welchem Lebensabschnitt befindet sich jemand, es werden die Kinder mit eingerechnet, also der Gesamteffekt. Ich hoffe, Sie sehen schon, der dynamische Effekt ist somit etwas viel realistischeres, wenn es darum geht, Kosten und Nutzen von Immigration auszurechnen. Warum rechnet man im statischen trotzdem? Naja, weil für den statischen Effekt gibt es mehr Daten. Für den dynamischen Effekt muss man viel simulieren, muss man viel annehmen und somit hat der auch andere Grenzen. Ja, wenn Sie da einen Effekt ausrechnen, rechnen Sie nicht aus 5.000, sondern Sie rechnen wahrscheinlich zwischen so und so viel und so und so viel. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Schätzern. Deshalb lohnt es sich auch, beide anzugucken, den statischen Effekt, der wirklich nur quasi jetzt diesen Zeitpunkt erfasst und den dynamischen, wie gesagt, der Kinder, ganzen Lebenszyklus den ganzen Lebenszyklus erfasst. Wir gucken uns dann beide an. Wir müssen auch berücksichtigen Ausgaben für öffentlich bereitgestellte Güter. Und es gibt da viele Dinge, die es sehr schwer machen. Also was mit puren öffentlichen Gütern? Was waren die nochmal?
Wenn man das hinschreibt, hier mal kurz auf schwarz stellen und mache es auch gleich wieder. Ich gehe mal rüber hier. Also, was ist nochmal ein öffentliches Gut? Ein öffentliches Gut. Na. Also wir können Güter ja einteilen, ich weiß nicht, ob Sie das schon gemacht haben, ich glaube aber schon, in die Rivalität des Gutes, Rivalität und die, also beim Konsum zum Beispiel, wenn ich eine Dose Cola trinke, können Sie sie nicht trinken. Ja? Und auch noch die Ausschließbarkeit. Also Rivalität ausschließbar und dann kann man unterteilen, also rivale Güter oder die Charakter der Rivalität besitzen, ist zum Beispiel die Cola-Dose, ich kann sie ausschließen von der Nutzung und ihr könnt es nicht beide zusammen nutzen. Ja, das ist also ein rein privates Gut. Dann gibt es auch Güter, wo ich ihre Nutzung nicht ausschließen kann, zum Beispiel beim Fernsehen gucken, aber ich kann Kabelfernsehen ausschließen. Ja, also Rivalität, wenn zwei auf demselben Fernsehen gucken, das geht, aber ich kann ausschließen. Das heißt, ich kann an einen Haushalt zumindest was verkaufen. Und dann gibt es so sogenannte Güter, öffentliche Güter, die haben nicht Rivalität, ja, und sind nicht ausschließbar. Und das ist dann ein öffentliches Gut. Ja? Zum Beispiel die nationale Verteidigung. Ja? Wenn ich, warum ist das relevant in unserem Kontext hier? Das ist relevant, weil ich, nehme an, ich gebe 50 Milliarden Euro für Verteidigung aus. Deckung aus. Und ich habe 50 Millionen Einheimische. 50 Millionen Einheimische. Jetzt kann ich, wenn ich immer gerade sage, es macht jetzt pro Einheimische das 1000 Euro. Ne? 1000 Euro pro Einheimische. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt nochmal 1 Million Immigranten habe, ja, wenn ich 1 Million Immigranten habe, macht das die Verteidigung nicht teurer. Ja? Die Verteidigung ist da. Und da die nicht rival ist, also keine Rivalität besitzt und nicht ausschließbar ist, profitieren die Immigranten von dieser nationalen Verteidigung und es ist auch jeder gleich geschützt. Also die Einheimischen sind jetzt weniger geschützt deshalb. Deshalb ist die Frage, ob man die Kosten der Verteidigung dann auch noch umlegt. Das ist also in unserem Beispiel, würden dann die Pro-Einheimische fallen und man hätte halt dann 50 Milliarden durch 51 Millionen und müsste dann diese Kosten umlegen auf die Immigranten. Ja? Und die Frage ist, sollte man das machen oder sollte man das nicht machen? Ja? Und wir werden sehen, dass teilweise in Schätzungen etwas ausmacht, ob sie das machen oder nicht. Ja? Auf der anderen Seite, bei puren Gütern ist doch die Fragestellung da, aber man sollte auch vielleicht die Nutzung von öffentlich bereitgestellten Gütern wie Straßen, Ämtern, Schwimmbädern und sowas sollte man vielleicht dann schon noch mit reinrechnen. Aber Sie sehen schon, während im Großen und Ganzen, wenn man sagt, ich rechne aus, wie viel uns ein Immigrant kostet, ist das im Großen mit breiten Strichen einfacher. Wenn es ans Detail geht, ist es dann wieder gar nicht so einfach. Ja. Wir gucken uns statische Studien an. In den USA hat man errechnet, dass die
Immigrationskosten, also sind in Kalifornien, New Jersey Nettoempfänger von Leistungen. Wir haben also pro Einheimischen einen Transfer von 1178 Dollar in Kalifornien und 232 Dollar in New Jersey. Warum ist das eine wesentlich höher als das andere? Weil in Kalifornien mehr niedrig qualifizierte Immigranten da sind und die niedrig qualifizierten haben oft auch mehr Kinder. Und dann haben sie höhere Bildungsausgaben. Ja? Die Frage immer, ist das jetzt ein Investment, die Bildungsausgaben, in der statischen Rechnung? Nein. Ja, weil in der statischen Rechnung, ein Immigrant hat Kinder, die kosten so viel, so kostet es uns. Wenn ich die dynamische Rechnung näher sage, ui, ich kann das Kind ausbilden, ich kann das heranziehen, das assimiliert sich und bringt mir dann höhere Steuern an. So wird das wird dann in der statischen Rechnung nicht so gemacht. Auf der Bundesebene waren Migranten Nettozahler ohne Verteidigungsausgaben und Nettoempfänger mit Verteidigungsausgaben. Das sehen Sie. Die Frage ist auch, rechnet man das so oder so? Was hier schon wieder klar wird, wie auch in vielen anderen Teilen, ist, dass die Qualifikation der Immigranten wirklich das Entscheidende teilweise ist. Ja? Also wenn Sie sehr, sehr viele niedrig Qualifizierte reinlassen, ist die Chance, dass das Geld kostet, höher als wenn Sie Hochqualifizierte reinlassen. Hochqualifizierte sind Nettozahler, niedrig Qualifizierte sind Nettoempfänger. Weiter, in der OECD ist es vielleicht nicht verwunderlich, wir haben eine große Anzahl von Ländern in der OECD mit wirklich vielen Sozialsystemen. Und es ist natürlich klar, wenn ein Land kein Sozialsystem hat oder wenn sie da nur sehr, sehr wenig bekommen, dann kann auch der Migrant nur wenig bekommen. Im Gegensatz, wenn sie ein Land haben, wo Sozialleistungen sehr, sehr großzügig sind, dann kann auch der Migrant mehr kommen. Ja? Die meisten Länder hier, wir gucken uns gleich mal eine Tabelle an, mit negativen Einträgen haben einen älteren Bestand an Immigranten, der Pensionen bezieht. Und wenn wir das statisch betrachten, also nicht die ganze Lebenszeitraum, sondern jetzt, dann kosten uns natürlich Immigranten, die Rentner sind, Geld. Ja? Die meist positive Differenz zwischen Einheimischen und Immigranten ist hauptsächlich auf die Beschäftigungsquote der beiden Gruppen zurückzuführen. Ja? Da muss man auch noch gucken, haben die eine gleiche Beschäftigungsquote. Ja? Meistens ist das nicht so, weil Migranten aufgrund ihrer Qualifikation und auch der Sprache oft nicht die gleiche Beschäftigungsquote erreichen. Ja. Aber in den meisten Ländern zahlen Immigranten in dieser statischen Analyse weniger Steuern und erhalten mehr Leistung. Also wir werden jetzt nicht durch alles durchgehen. Wir sehen, dass der Unterschied zwischen Migranten und Einheimischen, also für die jetzt Englisch nicht so mächtig sind, ist, dass hier die nettofiskale Zusammensetzung, wenn ich den Status mir angucke. Und also Mix heißt dann Einheimische und Migrant. Und wir sehen in der Schweiz sehr wenig, die haben auch sehr hochqualifizierte Immigranten. Und dann nimmt es ab. Und wenn man jetzt unten nochmal zum Beispiel guckt, in Deutschland sehen wir, dass das negativ ist für die Immigranten und positiv für die Einheimischen. Ja. Kann man ganz viele Zahlen hier sehen. Aber wie gesagt, die negativen Einträge sind oft, weil wir auch Rentner haben. Können wir weiter noch gucken. Direkt ist noch ein bisschen aufgespalten nach Contributions und Benefits, also Einzahlen, Auszahlung. Und es gibt Ihnen einfach mal einen Überblick. Wir sehen, dass das wirklich verschieden ist, ja, in Deutschland. Also man kann da keinen Trend sehen. Zufälligerweise in Deutschland haben wir beide relativ hoch, aber wir haben natürlich auch ein relativ großzügiges System. Aber da gehen wir gleich auch nochmal
ein bisschen näher drauf ein. Also, aber ihr könnt es einfach mal angucken, wie die Zahlen sind. Ich möchte jetzt hier nicht durch den ganzen, durch die ganze Tabelle durchgehen. Viele, also in der Immigrationsdebatte kommt immer wieder ein sogenanntes Punktesystem auf den Tisch. Was ist das? Man verteilt Punkte, und zwar für Alter zum Beispiel. Wenn man denkt, junge Leute sind besser als alte Leute, dann gibt man für junge Leute mehr Punkte, also für niedriges Alter mehr Punkte. Wenn man denkt, die Bildung ist sehr wichtig, dann gibt man für viel Bildung mehr Punkte. Genauso wie Berufserfahrung, Beherrschung der Landessprache. Dann passt man das noch an, das heißt, man gibt auch noch Punkte, wenn die inländische Arbeitsnachfrage gut ist, das heißt, wenn alle Einheimischen einen Job haben und es fehlen trotzdem noch Leute. Das wird dann nach Bedarf gewichtet und das klingt ja dann alles gut. Man lässt ja quasi nur die Migranten rein, die man auch wirklich... Ob das jetzt aber immer gute Ergebnisse liefert, müssen wir mal sehen. Also, andere Studien. In Australien und Neuseeland, die beide ein Punktesystem haben, haben die Immigranten einen positiven Beitrag. Ja, das ist interessant und das geht so in, was wir so denken würden über Punktesystem. Aber in Kanada, die auch ein Punktesystem haben, haben wir einen negativen Beitrag. Also auch wieder, es ist von Land zu Land verschieden. Das ist so ein bisschen der rote Faden, der hier bei dieser Vorlesung durch die ganzen Ergebnisse geht. Ja. Negativer Beitrag in Schweden und Dänemark, die haben sehr großzügige Sozialleistungen, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass der Beitrag negativ ist. Dann auch noch, was auch nicht verwundert, dass auch der Status der Wirtschaft eine sehr große Rolle steht. Natürlich, wenn wir einen Boom haben und kaum jemand arbeitslos ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlicher, dass die Gruppe der Migranten auch beschäftigt ist und mehr Steuern zahlt als Sozialleistungen bekommt. Umgekehrt, wenn wir eine Rezession haben, ist es umgekehrt. Also man könnte das jetzt mal so Prä- und Post-Corona vergleichen. Also vorher hatten wir quasi Vollbeschäftigung, haben wir mit Sicherheit jetzt nicht mehr. Und in Großbritannien war es halt so, dass je nach Wetterlage quasi in der Ökonomie das Ergebnis anders ist. Das ist halt auch relativ unbefriedigend. Ne? Wir betrachten jetzt eine dynamische Studie für die USA, wo wir Immigranten haben und Descendants sind die Abkömmlinge, also die Kinder. Und dann kann man also in der dynamischen Studie über den ganzen Lebenszyklus genommen, wie viel in seinem gesamten Lebenszyklus trägt ein Migrant bei oder ja, dann kann man gucken, wie sind die Kinder. Und wir sehen schon mal eins, für die Kinder ist das positiv. Kinder sind immer gut. Je jünger die Immigranten und wenn sich assimiliert wird, die Kinder bringen dann was. Man sieht aber auch, dass in der zweiten Zeile nicht nur positive Einträge sind. Das heißt, Immigranten mit wenig Qualifikation, das heißt ohne Highschool-Abschluss in den USA, kosten Geld. Ja? Und auch mit Highschool-Abschluss kosten sie Geld. Und erst wenn ich College oder mehr habe, dann ist die Gruppe ein Nettozahler. Wichtig ist dann natürlich, wenn ich die Dynamik betrachte, dass ich die Kinder mit einbeziehe, dann habe ich zwei verschiedene Ergebnisse. Ich habe hier das Ergebnis, dass für Leute, die also eine mittlere bis hohe Bildung haben, die Nettozahler sind und wenn ich wirklich Ungebildete habe, dass da die Chance sehr groß ist, dass auch über zwei Generationen etwas nichts hängen bleibt, dass man da bezahlen muss. Natürlich, man sieht,
Das liegt daran, dass die Immigranten, die gekommen sind, viel Geld kosten, nicht? Die Kinder. Also nach zwei Generationen wäre das auch positiv. Ja? Wir sehen also, dass die Folgegeneration einen positiven Nettoeffekt hat und dass der ganze Effekt sehr stark von Bildung abhängig ist. In Europa, hier kommen wir wieder zurück, bei dynamischen Studien müssen Sie sehr, sehr viele Annahmen treffen. Das heißt, wie ist die Wirtschaft über diesen ganzen Lebenszyklus? Ja, das beobachten Sie ja nicht. Und je nachdem, welche Annahmen Sie treffen, ja, kriegen Sie auch andere Ergebnisse raus. Und ich sehe es sehr unbefriedigend für Schweden zwischen minus 1,6 und plus 1,3. Was macht man da? Ist es negativ, ist es positiv? Sagt man mal, einigen uns auf die Mitte und es ist null. Das ist eine gute Frage. Auch in den Niederlanden zwischen minus 96.000 und plus 45.000. Wenn Sie jetzt sagen, naja, die Mitte ist aber dann negativ, weiß man ja nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Das muss ja jetzt keine normale Verteilung sein. In Deutschland sagt man, der Durchschnittsbürger hat einen positiven Einfluss über den Lebenszyklus. Ja, also wir sehen, dass beide statische und dynamische Analyse keine klare Aussage treffen. Ja, die statische hat den Nachteil, dass es einfach zu wenig einberechnet. Die dynamische hat den Nachteil, dass es zu ungenau ist. Zudem sind die Ergebnisse auch noch von Land zu Land verschieden. Also wir können da jetzt wirklich nicht so viel sagen. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer gehen und uns die Nutzung von Sozialleistungen angucken. Hier stellen sich zwei Fragen. Beziehen die Migranten im Durchschnitt mehr Sozialleistungen als Einheimische? Und was die wirklich wichtige Frage ist, oder die erste ist auch wichtig, aber auch eine sehr, sehr wichtige Frage, ist, ob sie dies Ceteris paribus tun. Ja? Ceteris paribus heißt, wir vergleichen Äpfel mit Äpfel. Ja? Ich halte alles konstant und dann frage ich mich, gibt es Unterschiede? Aber das erklären wir gleich nochmal im Detail. Hier ist zum Beispiel die Gesamtdifferenz ganz links. Das ist die sogenannte Welfare Gap, also die 6% mehr beziehen Sozialleistungen. Und das ist wirklich die Differenz, die man dann kriegt in den Daten. Aber der Migrantenstrom unterscheidet sich ja in der Regel von den Einheimischen. Also wenn ich jetzt sage, ich gucke mir nur Leute an, die in den gleichen Zusammensetzungen sind, da wird es schon weniger. Wenn ich dann auch noch mir noch Leute angucken, die genauso alt sind, die das gleiche Geschlecht haben und so, dann wird es noch weniger. Und dann, wenn ich mir noch die Region angucken, wo sie sind, dann schrumpft dieser Effekt Ceteris paribus zusammen. Ja, das ist keine Magie, wir vergleichen einfach dann Äpfel mit Äpfel. Zum Beispiel, wir vergleichen eine alleinerziehende Frau, die einen Highschool-Abschluss hat, 30 Jahre alt ist, in Wyoming lebt und mit, eine ist Immigrantin, eine ist Einheimische. Innerhalb dieser Gruppe, ja, wird dann verglichen, wer mehr Sozialleistungen bezieht. Und dann kommt heraus, dass das immer noch eine Differenz ist, also 2% mehr für die Immigranten, aber nicht mehr so groß wie vorher. Okay? In den USA ist eine Tendenz zu sehen, dass frühere Immigranten weniger Sozialleistungen beanspruchen als heutige. Es hat auch einen Grund, als der Grund, die Immigrationspolitik der USA hat sich geändert. Bis in die 60er Jahre rein haben die eigentlich fast nur relativ
Hochqualifizierte gehabt und danach kamen sehr viele Niedrigqualifizierte, also ist das dann keine Überraschung mehr. Also jetzt Immigranten beziehen mehr, aber diese Differenz reduziert sich, wenn vergleichbare Haushalte betrachtet werden. Das ist dieser Effekt, den wir gerade gesehen haben. Und auch die Wahrscheinlichkeit der Sozialleistungen zu beantragen steigt mit Aufenthaltsdauer. Das finden wir auch oft und das ist einfach eine Informationsgeschichte dahinter wahrscheinlich. Ja, am Anfang weiß ich nicht, was überhaupt zur Verfügung steht und das lerne ich mit der Zeit und dann kann ich es ja auch beantragen. In Deutschland kann man gucken, in 2007 unter türkischen Staatsbürgern hat eine Studie gezeigt, dass 8,4% Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, beantragen oder beziehen und bei nur 2% in der Bevölkerung. Woran liegt das? Und andere in 2010 ausländerbezogen, 20% der Ausländer, 9% in der Bevölkerung. Also können wir auch sehen, das war wahrscheinlich einmal vor der Finanzkrise und einmal danach. Dann sehen Sie auch, wie sich das ändern kann. Ein potenzieller Grund ist, die türkischen Anwohner, die wir hatten, waren meist niedrig qualifiziert. Ja? Wir haben ja mal als Deutschland nach Migranten quasi nur geschrien im Wirtschaftswunder. Da haben wir gesagt, bitte Italiener, bitte Griechen, bitte liebe Türkei, schickt uns Leute. Ja, so haben sich die Zeiten halt geändert. Und die Leute, die gekommen sind, waren meist niedrig qualifiziert. Niedrig qualifizierte beantragen mehr als hochqualifizierte. Und deshalb als Gruppe wird dann überproportional beansprucht. Ja. Ausländer beantragen Sozialleistungen sind wir Einheimische, wenn sie Anspruch haben. Ja, das hat man auch gefunden. Dann auch die Wahrscheinlichkeit von Sozialleistungen steigt mit Aufenthaltsdauer. Also auch wieder diese Informationsgeschichte. In Deutschland noch die höhere Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch türkische Einwanderer. Die erste Generation gleicht der einheimischen Bevölkerung, Ceteris Paribus. Das ist interessant. Ja? Das heißt, wenn man wirklich vergleicht, wenn man korrigiert dafür, dass die Masse niedrig qualifiziert war, wenn man das korrigiert, dann bleibt kein Ceteris Paribus-Effekt mehr übrig. Komischerweise in der zweiten Generation, die eigentlich assimilierter sein sollte und die also mehr den Einheimischen entsprechen sollte, findet man einen Ceteris Paribus-Effekt. Das ist also ein bisschen komisch, muss man halt weiter forschen noch. In Europa kann man zwei Gruppen von Ländern unterscheiden. Nicht-EU-Immigranten haben gleiche oder niedrigere Beanspruchungsrate von Sozialleistungen verglichen mit EU-Bürgern. Das ist in Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Spanien und Portugal der Fall. Und in den anderen haben sie höhere Raten. Dänemark, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich und Finnland. Auch wieder nichts... Nichts, wo wir sagen können, da ist aber ein Finger drauf und wir haben unsere Antwort gefunden. Also wieder, je nach Land, wo Sie gucken, ist das anders. Also auch wieder nicht die befriedigendste Antwort, die man sich nur finden kann. Keine Ceteris Paribus-Effekte in Deutschland, Großbritannien, Griechenland und Spanien und so weiter. Weiter. Schweden. Die Beanspruchung fällt mit der Aufenthaltsdauer. Ja, wir haben gedacht, wenigstens das haben wir jetzt überall. Wir gucken nach Schweden. Auch wieder anders. Aber in den meisten Ländern ist es umgekehrt. Wir haben Ceteris Paribus-Effekt in Schweden. In Irland beanspruchen die Migranten weniger Sozialleistungen. Und ein positiver Ceteris Paribus-Effekt. Das heißt, wenn man gleiche Haushalte vergleicht, beanspruchen die Immigranten weniger Sozialleistung. Also Sie sehen, es kommt wirklich darauf an, wo man hinguckt, auf den Immigrantenstrom. Und es gibt wenige Dinge, die man wirklich verallgemeinern kann.
Man kann verallgemeinern, dass niedrig Qualifizierte eher Sozialleistungen beanspruchen. Das sind aber auch die Leute, die dann als erstes den Job verlieren in der Rezession. Ja? In Irland muss man sich scheinbar erst einleben und dann können sie das machen. Ja? Das sehen Sie, das kommt immer auf die Regeln auch drauf an, in dem Land. Ja? Unter welchen Umständen kann ich überhaupt Sozialleistungen beziehen? In den USA muss ich zum Beispiel eine Green Card haben. Für Sozialleistungen, dann kommt es von Staat zu Staat drauf an. Die Kinder von Immigranten werden natürlich dann auch beschult, auch wenn sie illegal sind. Also es ist immer sehr, sehr schwierig. Als Zusammenfassung, das probieren wir jetzt mal. Wir probieren also jetzt eine Zusammenfassung von allem. Man kann sagen, dass Immigranten in den Großteil der Studie mehr Sozialleistungen in Anspruch nehmen als Einheimische. Das kann man sagen. Der Ceteris Paribus-Effekt, das heißt, das erste hier, das sagt ja nur, dass Immigranten mehr, ja, und es sagt nichts darüber aus, ob der Immigrant, der Durchschnittsimmigrant wirklich mehr verbraucht als der Durchschnittsdeutsche oder Schwede. Dafür muss man dann den Ceteris Paribus-Effekt gucken, wenn man gleich mit gleichem vergleicht. Und da ist es wieder so, dass dieser Ceteris Paribus-Effekt länderspezifisch ist. Ja, kann man also wenig sagen. Die Großzügigkeit und Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um Leistungen zu beantragen, stehen eine Rolle. Das ist natürlich wenig überraschend. Ja. Wenn einer sagt, ihr kriegt nichts, dann kriegen sie auch nichts. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste, was man hier mitnehmen kann, ist wenn ich halt sehr, sehr viele niedrig Qualifizierte reinlasse, sollte ich erwarten, dass zumindest, wenn ich das statisch betrachte, oder auch den Namen, sollte ich also ganz Unqualifizierte reinlasse, sollte ich darauf gefasst sein, dass mich das ein bisschen Geld kostet. Aber man sollte auch sagen, allgemein sind keine Aussagen wirklich möglich. Gut, und das war's mit dieser Vorlesung über die Effekte von Immigration auf andere Größen im Empfängerland.